Bonjour, Monsieur, Dame, cet sacre de la chorale profane. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Um mein Hobby zu pflegen, möchte ich bis zu 8 Mal im Monat in der Zeit der Musik, der gesungenen Musik, zurückgehen und ich fange an im Barock und es bewegt sich bis zum Mittelalter. 2 der 3 Bücher, die ich dafür verwenden möchte, habe ich schon und das erste ist Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane, l'âge baroque 1600 à 1750 sous la direction d'Edmond Lemaître Fayard, les indispensables de la musique. Das ist dieses Buch. Da habe ich schon mit angefangen. Das Ganze soll den zeitlichen Rahmen von 1 Stunde nicht überschreiten. Es ist wie gesagt ein Hobby, deshalb stelle ich mir auch die Eieruhr. Geht nur bis 55 Minuten. Spätestens wenn die klingelt, ist das vorbei. Es kann aber auch sein, dass es vorher endet. Ich gehe dann in der Zeit zurück. Das nächste Buch wäre dieses hier, Guide de la Musique de la Renaissance, aus dem gleichen Verlag. Die Abbildung habe ich schon ein paar Mal erklärt. Ich finde die sehr passend und sehr schön und aufeinander abgestimmt. Hier sieht man eine ungefickte Punz mit einer Punzgeige und einem Punzbogen zwischen katholischen Eunuchenschwuchteln. Die Eunuchenschwuchteln haben einfaches Gewand an, die Frau hat sogar noch was unter dem Kopf und eine Decke, damit der nicht kalt wird. Und die ist zu dünn, weil das eine ungefickte Punz ist. So sieht man hier. Kann man sich mal in Ruhe angucken. Das Bild ist relativ bekannt. Auf dem Buchrücken sieht man den entrückten Schwuchtel, den Eunuchenschwuchtel. Und hier sieht man eine Dame, das ist das gleiche Bild auf dem Buchrücken, mit einer Renaissance-Geige, die ist größer, die macht Töne, die auch die empfängnisbereite Dame, also die, die schwanger werden kann, singen kann. Die hat was auf den Rippen, die ist nicht zu dünn, die hat lange Haare, die sitzt auf Holzkisten, damit der Popo nicht kalt wird, die hat noch eine Decke dabei, damit der nicht kalt wird und die guckt depressiv, deshalb hat die so eine Schrammel gekriegt. Es ist die Renaissancezeit, die Wiedergeburt des Menschen und man hat anscheinend auch versucht, dem Menschen gerecht zu werden. Barock zeichnet schon ein überzeichnetes Schwuchtel- und Lesbenbild. Renaissance ist die Zeit, die mir sympathischer erscheint. Ich zeige mal das Bild und die Dame auf dem Bild ist mir ehrlich gesagt auch sympathischer als die ungefickte Punz zwischen den Kirchenschwuchteln, auch noch ein Dingsbums da. So. Ich habe lange kein Französisch mehr gesprochen. Und deshalb lese ich den Klappentext vor. Ich werde noch nicht übersetzen. Ich habe im Keller gebraucht. Ein einsprachiges Wörterbuch liegen. Das habe ich mir gebraucht gekauft. Das ist das von Larousse. Ich habe das in Blau-Gelb gekauft. Wenn man das Hobby Altfranzösisch hat, dann nimmt man das Wörterbuch. Leute, die nach Frankreich wollen und nicht weiter auffallen wollen, nehmen ein anderes einsprachiges Wörterbuch. Das ist das von Pons, ist das. Da steht
das aktuelle Französisch drin. In dem anderen steht auch Altfranzösisch mit drin. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich lese den Klappentext vor. Ces guides de la musique sacrée et chorale profane prennent place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourant les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour. L'âge baroque auquel est consacré ce volume est certainement en cette matière l'une des périodes les plus riches et celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette entreprise de redécouverte. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie, en briquet, messe, vêpres, briquet terminé. Les œuvres reposant sur les textes bibliques, en briquet psaume, briquet, en briquet psaume, briquet terminé, ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament. Ou encore célébrant certains épisodes de la vie de la Vierge et des saints. Il s'agit aussi bien d'ouvrages pour voix ou partie soliste en briquet, laissant de ténèbres, briquet terminé, que pour chœur a cappella ou avec orchestre en briquet, messe, cantate, oratorio, mot tête, briquet terminé. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associées. Über den Satz stolper ich regelmäßig. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associées. C'est ainsi qu'on trouvera dans ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach que celle de sa cantate du café, du Messie aussi bien que de Semele de Händel. Jean-Sébastien Bach en briquet dans chacune des 210 cantates fait l'objet de commentaires briquet terminés, Monteverdi, Händel, Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, Vasignon avec quelques cent autres, Vasignon avec quelques cent autres, n'est-ce pas, Vasignon avec quelques cent autres compositeurs, parmi lesquels Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'il soit catholique ou protestant, cet immense répertoire est ici présenté, commenté et analysé dans toute sa richesse et sa diversité. So, sehr schön. So, wenn man dieses Buch aufschlägt und mal genau guckt, dann sieht man, das ist nicht nur geklebt, sondern auch mit Nadel und Faden gebunden. Und das ist was Besonderes.
So was macht man normalerweise nur in Deutschland im Gefängnis. Das Buch kommt nämlich von einer Notenpresse, von einer Geldscheindruckerei. Und da sitzt auch immer ein Strafgefangener dabei, der sich den Druck anguckt und dann erlaubt, dass das mit Nadeln und Faden zusammengebunden wird. Und der französische Staat hat seinen Daumen auf diesem Buch. Man muss nämlich, wenn man draus vorliest, und ich habe es noch nicht aufgemacht und draus vorgelesen, es war nur der Klappentext, das auf der letzten Seite vorlesen, damit man weiß, wo es herkommt. Der französische Staat will das so, der kontrolliert seine Bücher. Und wenn man sowas aufschlägt, will er wissen, welches Buch das ist. Deshalb steht da hier sowas. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Achevé d'en premier en janvier 2018 sur les presses numériques de l'imprimerie Mori SAS, ZI de Zonde 1200 millions. So, Dépôt légal juillet 2008, also Druckstock genehmigt im Juli 2008. Das Buch ist vom Januar 2018. Und das Ding hat, weil es von der Notenpresse kommt, Numéro d'impression, eine Nummer, so wie jeder Geldschein, die einzigartig sein soll. Und das ist hier L17-57398G, sieht man hier unten. So, jetzt kann ich das Buch aufschlagen. Was in dem Buch auffällt, hier ist ein bisschen Wasser dran gekommen. Das ist wirklich anscheinend mit Tinte gemacht und Tinte gedruckt. Das verwischt nämlich so ein bisschen, wenn das nass wird, muss man aufpassen. Und so wie das früher in alten Büchern schon üblich war, es gibt kein Inhaltsverzeichnis, sondern man muss blättern und wissen, wo was steht. Es gibt aber ein Avant-Propos und ich möchte die erste Seite von diesem Avant-Propos vorlesen. Die habe ich noch nicht ganz verstanden, bei dem Klartext geht es, den werde ich auch noch übersetzen und das Avant-Propos ganz sicher auch. Dazu brauche ich aber auch mein einsprachiges Wörterbuch. Ich habe leibliche französische Eltern, ich bin kein gebürtiger Franzose, ich bin nicht in Frankreich geboren worden, ich habe aber zwei leibliche französische Eltern. Ich konnte mal Französisch und ich will das wieder lernen. Deshalb muss ich so Texte ein paar Mal vorlesen. Ansonsten habe ich keine Chance. So. Avant propos. À tous ceux qui sont initiés à la musique, mes salutations et mes hommages d'abord. Schütz, Psalmen Davids, 1619. À tous ceux qui sont initiés à la musique, von allen, die von der Musik ergriffen sind oder in die die Musik gefahren ist. Mes salutations et mes hommages d'abord, meine Grüße und meine Wertschätzung vorab. Ce nouveau guide explore un domaine incommensurable, celui de la musique sacrée et de la musique profane chorale. Sa conception reprend celle des précédents volumes de la collection. Il s'agit donc d'un guide d'écoute dont les informations éclaireront l'auditeur dilettante autant que l'étudiant ou le professionnel. Il se compulse comme un dictionnaire dont les noms d'auteurs forment les entrées. Il se compulse comme un dictionnaire dont les noms d'auteurs forment les entrées.
Pour chaque compositeur, une biographie, une analyse générale de son style et des commentaires sur ses ouvrages se succédant. À la fin du volume, on trouvera une traduction de certains textes religieux latins, ceux qui tentèrent le plus les musiciens. Enfin, un glossaire complet cet ouvrage afin que le lecteur n'ait pas à interrompre sa lecture en consultant un autre livre. Den bis dahin habe ich es verstanden und dann kommt ein Satz: Musik profan choral. Punkt. Das ist kein Satz in Frankreich. Spätestens daran merkt man, dass es aus Millau kommt. Musique profane chorale. D'aucuns s'étonneront de voir accoler ce complément à l'intitulé principal. Pour l'époque qui nous occupe, en Briquet, 1600 à 1750, Briquet terminé, la frontière entre le sacré et le profane n'est pas toujours bien définie. Ce flou provient de ce que les occupations spirituelles appartiennent à la vie de tous les jours. La symbiose plus ou moins bien équilibrée entre le religieux et le séculier concerne surtout les textes. Musicalement, cela ne se traduit pas réellement par une interaction. Dans la grande majorité de cas, c'est l'art musical sacré qui subit l'influence de l'art profane. Nombreux sont les cantates religieuses qui empruntent à un concerto. Schwieriger Satz. Emprunter, c'est wahrscheinlich das Verb. Nombreux sont les cantates religieuses qui empruntent à un concerto. Les motets qui calquent leur récit sur des airs opéra sont légion. Certaines œuvres ne sont parfois même que des parodies d'œuvres séculières qui, en général, ressortissent au genre de la cantate et qui exploite un chœur. Il nous est donc apparu impossible de laisser dans l'ombre des pages profanes qui préludaient ou présidaient à l'édification des monuments musicaux tels que l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. So. Il nous est donc apparu impossible de laisser dans l'ombre des pages profanes qui préludaient ou présidaient à l'édification des monuments musicaux tels que l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Mais un autre argument, le plus convaincant, penche en faveur d'une association de la musique sacrée et de la musique chorale profane. Quelques genres musicaux erront à la limite des deux domaines. Que dire de certains oratorios de Händel? Où placer le genre de l'autre? Que faire des musiques nuptiales de celles qui commémoreront l'anniversaire d'un enfant? Qui commémore l'anniversaire de celle qui commémore l'anniversaire, das ist schwierig zu sagen. Que faire des musiques nuptiales de celle qui commémore, commémorer, ist das Verb,
Que faire des musicaux en hôpital de celles qui commémorent l'anniversaire d'un défunt? Elle parle d'espérance en Dieu, de foi chère tienne, mais n'appartienne pas au genre liturgie, ni même paraliturgique. Fallait-il les délaisser pour autant? Il fut décidé de les inclure dans cet ouvrage et par extension de traiter les recueils qui exploitent le cœur, fussent-ils du genre madrigal. So, für den letzten Teil brauche ich definitiv ein einsprachiges Wörterbuch. Für alles andere bin ich zu doof. Also ich bin nicht für alles andere, dafür bin ich zu doof. Der Anfang geht noch. Den ersten Abschnitt habe ich auch verstanden. Es geht dann noch eine ganze Seite so weiter. Schenke ich mir jetzt aber. So, es geht wie in einem Lexikon den Komponisten nach in alphabetischer Reihenfolge weiter. Und am Ende gibt es ein Glossar mit Fachbegriffen. Wenn ich das Buch soweit durchgeblättert habe, werde ich mich mit dem einsprachigen Wörterbuch, dem Klappentext, dem Avant-Propos zuwenden und danach dem Glossar. Und dann geht es mit Bach weiter, weil ich mir Noten von Bach gekauft habe. Das ist jetzt einfach mal mein Fahrplan. So, ich besorge mir noch was Wasser und dann kann ich weiter in dem Buch blättern. Bis gleich. So, ich bin angekommen bei Francesco Durante. Nia frate maggiore, frata maggiore, le 31 mars 1684. Also, geboren in Frata Maggiore am 31. März. 31. März ist garantiert auch ein unanständiges Datum. 1684, gestorben in Neapel am 30. September 1755, ist auch unanständig, schon allein wegen dem 9. Monat September und der 55 am Ende. Das ist eine Kirchenschmuchtel. In eine Musikerfamilie reingeboren, das heißt, die waren auch alle zu doof zum Arbeiten. Ils seront à Neapel en. Und dann kommt sogar eine 99 nach der 55, die da im Text steht. 1699, à la mort de son père. Also der Anlass war der Tod seines Vaters 1699 und deshalb ist er nach Neapel gegangen. Schule italienische Barockmusik von Francesco Durante. So.
Jesus Deck, Dickelrot, Mess in Palestrina, Mess in Afflictiones Tempore und ein Requiem. Ja, der Name sagt mir was, Musik von dem habe ich noch nie gehört. So, dann kommt jemand, den ich kenne. In Brüttelstedt, Prede-Weimar, 1688 geboren. Da steht auch kein Taufdatum. 1758 gestorben. Die 8 galt als reine, perfekte Zahl mit einem ausgeglichenen Körper. Der war ganz bestimmt nicht schwul. Hier Remarqué à l'âge de 13 ans par Johann Kuhnau. Hier stehen nicht die Eltern aufgeführt, sondern derjenige, der den entdeckt hat und gefördert hat. Also der Förderer wird in der Biografie, in der Kirchenbiografie erwähnt und nicht der Entdecker. Fasch für Ossitur an mir la Thomas-Schule de Leipzig, mit der hat er also auch was zu tun. Dann musste er Theologie studieren, das haben die alle getan. Dann die nächste Jahreszahl, die eingetragen ist, ist 1708, auch wieder die perfekte 8 dabei. Also das ist keine schwule Barockmusik und schon gar keine schwule italienische Barockmusik. Und er hat auf Deutsch hier, siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei. Der ist mal in der protestantischen Kirche oft gespielt worden, auf den konnten die anscheinend stolz sein. Und in der katholischen Kirche auch, in Köln hat man den ein paar Mal gehört. Ich kriege das nicht mehr mit, dass der gespielt wird, ich finde sowas schade, wenn Kirchenchronisten dem schon durch das Schreiben ihrer Chronik so viel Anerkennung zukommen lassen, dann sollte man so Musik auch mal zu Gehör bringen. Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Kyrie et Gloria en sol mineur. So, jetzt zu den Aufführungszeiten. 12 Minuten, 17 Minuten, 16 Minuten. Die 20 Minuten sind da gar nicht bei. Denn in 20 Minuten kriegt man eine Hinrichtung organisiert. Ja. Johann Friedrich Fasch wird nicht mehr gespielt hier in der Gegend, oder ich krieg's nicht mit. Ich finde das schade. So, dann kommen wir zu Joseph Hector Fiocco, né à Bruxelles le 20 janvier 1703, mort en cette même ville le 22 Juin 1041, also er ist nicht besonders alt geworden, er war also nicht unverschämt, aber Geburts- und Todesdatum stehen fest, es ist also eine Kirchenschwuchtel. Geiger in der Kapelle in Brüssel, in der königlichen Kapelle in Brüssel. Der ist dann Konzertmeister geworden um 1730. War nie Organist. Also so eine unanständige Orgel hat er nicht gespielt. Er hat nur geschrammelt wie die Punz hier, die ungefügte Punz hier vorne. Wahrscheinlich haben die ihm deshalb auch nicht so ein unanständig hohes Alter zugesprochen. Es kann auch sein, dass er viel älter geworden ist. Kirchenchronisten machen das so, dass die das so schreiben, dass das passt. So,
Nach Josef Hector Fiocco kommt Pietro Antonio Fiocco, geboren in Venedig um 1650, geschworen in Brüssel am 3. September 1714, und er taucht hier in dem der Tochter nicht auf. 1714. Da war der junge Mann hier auch nur 11 Jahre alt. Ja, das passt von der Chronik her. Todesdatum steht fest, 3. September 1714. Zur Geburt in Venedig erfährt man nichts. Wahrscheinlich ist er weggeschickt worden und hat sich gegenüber der Stadt Venedig ehrfurchtsvoll oder wie man das auch immer ausdrücken will, verhalten, keine Geheimnisse verraten, nicht schlecht über die Stadt gesprochen. Deshalb ist dem zuteil geworden, dass man nur sagt, 1650 so ungefähr geboren, Mitte 16. Jahrhundert. Die Stadt Venedig war dem anscheinend hinterher irgendwann zu Dank verpflichtet. So kann man das interpretieren, so würde ich das ausdrücken. Das Todesdatum ist auf den Tag bekannt, das heißt, es war in Brüssel eine Kirchenschwuchtel, der hat sich in den Arsch ficken lassen. So, die Eltern sind nicht aufgeführt, aber Josef Hector Fiocco ist aufgeführt, das ist dessen Sohn. Das taucht aber nicht in der Biografie des Sohnes auf, sondern in der Biografie von Pietro Antonio Fiocco. Das muss auch nicht sein, dass das dessen leiblicher Sohn war. Das kann dem auch einfach nur zugesprochen worden sein. Wie gesagt, es war eine Kirchenschwuchtel und auch sicherlich eine ganze Zeit lang eine Eunuchenkirchenschwuchtel. So, Missa Concertata, Messe Concertante ist hier aufgeführt. Kyrie, Gloria, Credo, das ist das einzige Werk und es ist mit 20 Minuten angegeben. In 20 Minuten kriegt man eine Hinrichtung organisiert. Wahrscheinlich war der so ein Diplomatenkandidat für solche Termine und 1650 bis 1714 ist reichlich kurz. Vielleicht hat er vor seiner Hinrichtung seine eigene Messe gehört. Ich stelle mir das immer so vor, da gibt es aber dann keine Aufzeichnungen zu, sondern immer nur die Zeitangaben in der Kirchenchronik. So. Dann kommt wieder jemand, der heterosexuell war, bei dem gibt es nämlich nur Jahreszahlen bei Geburts- und Todesdatum, das war Nicolas Formet. Geboren in Paris 1567, das ist schon die Schwelle zwischen Renaissance und Barock, das ist immer das, was ich besonders interessant finde. Ich mache mir mal da ein Zeichen dran, dass man sich den mal angucken kann. So, auf den Rest will ich gar nicht mehr eingehen, der hier oben steht. Und geht auch direkt mit Messe à deux chœurs, eine zweichörige Messe. Los, das ist ganz sicherlich angelehnt an die Renaissance-Musik und passt zu dem frühen Geburtsdatum und dem, was damals noch in der Musik üblich war. Sowas ist hinterher in der Barockmusik verschwunden. Salbum fac regemen, écrit pour deux chœurs, wieder was Zweichöriges. Und dann gibt es zum Schluss eine Motette für doppelten Chor, das heißt, er hat zweichörige Werke geschrieben, sowas ist immer interessant. Und was zum nicht zu hohen Alter, aber auch nicht zu niedrigen Alter spricht, der Mann ist 61 geworden, das passt auch zu einem vorbildlichen Kirchenleben als Heterosexueller. Die Aufführungszeiten liegen immer unter 20 Minuten. 18 Minuten, 1 Minute 30 Sekunden, 2 Minuten 30 Sekunden sind die Werke, die hier aufgeführt sind.
Der ist sicherlich interessant, weil das zur damaligen Zeit vorbildliche Musik und ein vorbildliches Leben war. Selbst wenn er das nicht sehr, alleine so vorbildlich hingekriegt hat, das ist zurechtgeklopft worden oder er hat es selber gekonnt. Das ist musikalisch und musikgeschichtlich sicherlich interessant, weil es in der damaligen Zeit am Anfang des Barock in Frankreich das dargestellt hat, was so sein sollte. Nicolas Formé. So. Dann kommt jemand, den man hier kennt, der Ossi Melchior Frank aus Zittau, gestorben in Coburg, ist 1597 geboren, 1639 gestorben. Das sind ungefähr genau 60 Jahre, nicht zu alt, nicht zu jung. Das ist dann auch vorbildliche Musik aus ihrer Zeit. Ist auch meiner Meinung nach kein Zufall, dass in so einem Buch dann erst der heterosexuelle vorbildliche Katholik aufgeführt wird und danach der heterosexuelle vorbildliche lutherische Protestant. Das kann man auch mal gegenüberstellen oder sich zusammen angucken. Wie gesagt, das ist Musik in der Zeit, wie sie nach Meinung der Leute in dieser Zeit so sein sollte. Contrapunti compositie deutscher Psalmen und anderer geistlichen Kirchengesänge passt, das ist protestantische Musik, wie sie sein soll. Klar ist an der Stelle, dass da keine Aufführungszeit beisteht, das heißt, das ging voll gegen die katholische Kirche, sowas gefällt mir, sowas sollte hier mal zu Gehör gebracht werden. Vielleicht kriege ich ja mal eine CD oder sowas. Oder komm an Noten dran. Der Mann gefällt mir jetzt schon. Schon allein, weil die scheiß Lesben oben aus dem Kloster knallrot werden, wenn sie sich überlegen, die katholische Kirche will sowas nicht. Und es wird ja auch nicht zur Aufführung gebracht hier in der Region, obwohl Solingen eigentlich protestantische Stadt sein sollte. Hier wird ja auch kein Presbyterium mehr gewählt. Geht noch schlimmer. Gemulare Evangelium Musicae U. Deutsche Evangeliensprüche für das Kirchenjahr 1623. Sowas ist damals Gotteslästerung gewesen, wenn man sowas so aufgeschrieben hat. Durch und durch protestantische Musik. Sowas lohnt sich. Das Problem ist, die lutherisch-protestantische Kirche hier nennt sich nicht mehr so und da wird auch nur Scheiße zur Aufführung gebracht und das auch nicht richtig. So, Melchior Frank, ich mag ihn jetzt schon. Es geht dann weiter mit weltlicher Musik, musikalischer Bergkreien. Das Bergwerk wollen wir preisen, steht da. Serie de Vin et Enchant, das sind ganze Lieder, A4, vierstimmige ganze Lieder, musikalischer Bergkreien, weltliche Musik. Melchior Frank, mein Lieblingsbarockkomponist. Und das Ganze endet dann mit Jesu, du zartes Kindelein, mit einer Aufführungsdauer von 4 Minuten als letztes Werk. Das heißt, das ist sogar von der katholischen Kirche dann anerkannt gewesen. Ein heterosexueller Revoluzzer, der sogar bis nach Nürnberg, der protestantischen Stadt Nürnberg gekommen ist, sehe ich hier gerade. Augsburg auch protestantisch, Melchior Frank lohnt sich. Wird hier in der eigentlich protestantischen Stadt Solingen nicht zur Aufführung gebracht. Es ist eine Riesenschweinerei.
Und sogar die Lesben hier oben auf dem Berg aus dem Kloster mit dem Seniorenstift sollten sich über die mittlerweile zur Sekte mutierte lutherisch-protestantische Gemeinde ein Stück weiter unten aufregen. Die wählen nämlich nicht mehr ein Presbyterium. Und ich habe noch eine Viertelstunde auf der Uhr, aber nachdem ich so schöne Sachen gesagt habe, höre ich jetzt einfach mal auf. Und kann mich gut gelaunt nach einer Dusche an den Schreibtisch setzen und meine Büroarbeit erledigen. Tschüss.